Ja, wir sind hier Ebenen von Ashford-Gebiet. Wieder mal ein paar Punkte, die ich euch zeige, aber die Karte ist eigentlich ja, super simpel. Wir fangen hier ganz oben rechts an. Hier bei Ascalon Stadtruinen gibt es ja den einen Aussichtspunkt. Wenn man hier ein bisschen weiter rüber geht, Mensches Wegler gibt es einen Aussichtspunkt. Jo, dann gehen wir mal ganz hier runter. Zügelklauenweite, da gibt es einen Aussichtspunkt. Dann hier in Nähe von diesem Devas-Distrikt gibt es einen Aussichtspunkt. Ja, Adorasee Aussichtspunkt. Fertigkeitenpunkt gibt es dann noch. Hier in diesem, ich sag mal, Dreieck gibt es auch noch einen Aussichtspunkt. Ja, Anwesen des alten Herzogs. Gibt es eine Wegmarke und noch eine Sehenswürdigkeit. Müssen wir halt nur hoch reinlaufen. Und das war's gewesen. Ja. Kippte Wald habe ich auch schon gesagt, glaube ich. Oder habe ich den schon gesagt? Kippte Wald? Nee, der fehlt noch. Also den seht ihr auch noch in den Videos. Ja, dann sage ich mal viel Spaß. Ebenen von Ashford. Wir sind bei der Ascalon Stadtruine. Da. Hier gibt es eine Wegmarke, Stadt Ascalon. Und wir wollen von hier darüber. Und zwar da oben, wo die ganzen Klettermaxe sind. Das heißt, hier ist eine Treppe. Da läuft man hoch. Ist das Knut der Bär? So, jetzt muss ich mal gucken hier. Ich sehe gar nichts. Ich springe jetzt einfach mal da runter. Da ist mal richtig gesprungen. Da hoch. So hoch springt der da. Ah, und dann da hinten so rüber. So wie doof. So kann man auch machen. Ich bin gerade zwar am Fallen, aber habe noch den Punkt erwischt. Hurra! Also schnell F drücken, wenn man fällt und der Punkt aber noch angezeigt wird. Oh ne, ich stehe so in der Luft. Na dann. Ja, wir sind in der Ebene von Ashford, hier oben rechts in der Ecke. Bei Mensch des Wegler gibt es einen Aussichtspunkt, den sage ich super einfach. Man muss hier nur in eine Höhle reinlaufen. Ja, und dann nach oben. Das muss man gerade gucken, in diese Richtung. Unterwegs sind jede Menge Monster, so wie hier dieser Veteranenhöhlentroll. Aber ich bin ja groß und stark und deswegen macht er mir keine Angst. Also hier die Höhle rein. Und dann nochmal hier rechts hoch und dann sind wir auch schon da. Ebenen von Ashford, wir sind hier unten bei diesen Zügelklauenweite. Hier ist ein Aussichtspunkt. Wir stehen hier. Wegmarke, Sagenklauenweite, kann man dann hier rüber eiern. Und laufen wir da hoch. So, jetzt habe ich mich selber ein bisschen verlaufen. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Das ist ja schon der Punkt. Na gut. Eigentlich einfach zu finden. Ebenen von Ashford, wir sind hier im Dreieck von Agnoschlund, Pasmatis Korridor und Devas Distrikt. Stehen da. Nur hier ist in der Nähe dieser Wegpunkt, Geisterjägerlager. Und wollen da jetzt mal hin. Und springen jetzt mal hoch. Ich weiß selber den Weg noch nicht, ich vermute nur mal.
Ah, Treppen sind immer gut. Da sind wir schon. Jo, dann sind wir schon da. Ebenen von Aschfurt. Wir sind hier unten bei dem Adoreasee. Stehen jetzt hier. Also man könnte quasi, ich glaube, von hier loslaufen und hier so rüber oder von hier oben hier so rüber. Jo, hier ist ein Aussichtspunkt. Ja, und wir laufen jetzt mal hier hoch. So Sachen liebe ich hier. Macht da gleich wieder keine Rolle. So, ist mein Spielbrett mal eingefroren. Ah! Ich wusste doch. So, okay, springen. So, ja, da. Ich muss jetzt der Dreckspunkt nach da hinten. Jo, da sind wir auch schon da. Hier ist der Weg nochmal gerade, also wie gesagt, einfach hier so rüber. Eben von Aschfurt, wir sind hier unten. Immer noch dieses Adoreasee. Hier gibt es einen Fertigkeitspunkt. Ich denke mal, man muss hier hochlaufen. So wie der da, der gute Mann, der Han Solo. Immer drauf, genau. So, was haben wir hier? Wo ist er? Da rein? Gehen wir da rein. Sehr schön. Das ist der Punkt. Ich hoffe mal, ich kann das kloppen. Balthasar, gebe mir Kraft. Das war der Punkt gewesen. Ebenen von Aschfurt. Wir sind hier bei Märtyrerwälder und Chartrium. Irgendwo dazwischen. Wegmarke Temperus Spitze. Hier ist ein Aussichtspunkt. Ich stehe da. Klotz da drauf und springe da jetzt hoch. Hab den noch nicht gemacht, weil ich wollte eigentlich nur da einmal hochspringen und das Video dafür dann machen. Und ich hoffe mal, das funktioniert dann auch. Und wir müssen wir ganz schön Satz machen. So, muss ich mal gucken hier. Wie hübsch. Da war schon alles. Naja, gut. Ebene von Aschfurt, jo, letzten zwei Punkte. Auf der Karte hole ich mir einmal der und einmal der.
So, ich bin jetzt hier und Eiermann hat Gewölbe rein. So, den haben wir auch. Jetzt gehen wir ein bisschen rechts. Nochmal rechts. Links. Rettet euch! Und dann gehen wir geradeaus. Dann sind wir schon da. Jo, jetzt haben wir den Punkt. Was heißt der denn überhaupt? Paradiesgewölbe. Ebenen von Aschfurt. Wir sind hier oben. Der gekippte Wall. Ich stehe jetzt hier. Da gibt es einen Aussichtspunkt. Jo. Also, hier müssen wir hocheiern. Hier muss man, ja, ich sag mal, rüberlaufen und dann gleichzeitig springen. Nochmal springen und nicht verspringen. So, dann hier rüber. Und dann da unten drauf. Da hinten dann rüber. Und dann nur noch da hoch.